Sehen wir hier. Oh Gott, die Frames sind schon wieder. Was sind das für komische Neues? Das für Geräusche da? Ja. Gewitter. Oder meinst du jetzt bei Lord Pensington? Jo. Ja, der ist gar nicht am Rechner. Der sitzt wahrscheinlich gerade beim Abendessen oder so. Das ist natürlich möglich. Da gehe ich mal von aus. Ein scheiß Regen aus. Ja, und Wand schön so, ja. Ja, sehr schön. Ist gut. Und die Frage, wie wir weitermachen. Aber wie geht's weiter? Ja, womit? Warum fehlt denn was? Achso. Ich kann sagen, was das denn? Mal mit einem Check-in anfangen oder so. Ja. Mal gucken, wie wir die Fließbänder langlaufen lassen. Ja, von jedem Schalter nach hinten und dann hinten eins quasi dann halt so weg. Achso, du willst also mehrere Schalter bauen, wo dann jeweils extra so eine Bahn dann nach hinter die Wand läuft. Nein. Von jedem Schalter geht ein Fließband und das wird dann auf ganzer Länge von einem anderen. Also du stellst ja deinen Koffer auch nur hin und dann wird er 2 Meter weiter transportiert und dann landet der auf so einem riesen Fließband, was dann halt so rumgeht. Ja, also ich bin ja eh noch nie im Flughafen gewesen, also. Ich kenne das nur aus Filmen. Dann hast du das aber auch nicht gut gemerkt. Wie oft kommt schon mal in so einem Film so einen Flughafen vor? Weil ich Stirb langsam hat, glaube ich, nur auf dem Flughafen gespielt, oder? Ja, zumindest der zweite Teil. Ich hab's ja alle gesehen. Aber im Flughafen nicht aufgepasst. Das wird sein. Material nehmen wir denn dafür? Nehmen wir diese Steine auf die Wand? Oder was ganz anderes? Ja, ich, wie gesagt, hier so hinten eine Phalanx an Schaltern und da geht dann jeweils hier so, weiß ich nicht, so 2-3 Meter irgendwie ein Fließband und dann hast du hier hinten. Verschwindet das dann irgendwann in der Wand. Ja, das geht natürlich auch. So. Ja, nicht schön, aber ne, so hatte ich mir das gedacht. Ja, dann lassen wir doch direkt so. Sieht doch gut aus. Ey, Quatsch. Aus welchem Material machen wir das denn? Das sind Steinblöcken hier, wie? Zum Beispiel, ja.
Sonst gidf.de. Damit du mal siehst, wie sowas aussieht. Wobei wir könnten natürlich auch aus. Warte mal. Was für ein Ding? Google ist dein Freund. Ach so, G-I-I-F-G? G-I-D-F. Hier so ein Fließband rein. So, so viel mal auf Bilder gehen. Ja, das ist schön, aber. Und oben drüber muss dann halt eine Anzeige. So, hier geht's nach Absurdistan und das ist Flugnummer H2O. Und so. Ist mir zu stressig, den Scheiß zu suchen. Viecher. Da oben vielleicht dann so ein Schild hin, so was weiß ich. Emma 370 mit der Never Comeback Airline. Vielleicht noch so ein bisschen Absperrung hier vor, so für die Reihen. Weil gerade in Deutschland auch wichtig, weil die Deutschen da eh immer rumstehen wie ich will als Erster und es nicht warten. Ja, wo geht's denn hin? Hm? Ja, einmal Vulkanhauptgebiete. Moment. Das geht noch nicht. Flugzeug ist noch nicht fertig. Richtig. Die Koffer können noch nicht transportiert werden. Draußen. Könnte Schulin eigentlich mal dran weiterbauen. Ja, und dann rüber kopieren. Wenn die Sitzreihen haben noch nicht mal Armlehnen. Das ist wahrscheinlich so ein Billigflug. EasyJet. Schinken oder Käse? Ja, ist halt nur Frage, aus welchem Material dann. Ich bin's aber. Wie einfach zu schlagen hier, du blöder Zombie. Viele Schalter. Und auf ganzer Breite? Ah, ich weiß nicht, wir könnten da hinten ja noch diese Scheißhäuser noch hinbauen. Ja, da ist die Frage, wie groß? Was, die Scheißhäuser? Ja. Ja, für Herren und Damen. Am besten auch noch eine für Personal. Wird da wohl reichen. Dann darfst du aber auch den Wickelraum nicht vergessen. Von mir ist auch ein Wickelraum. Und ein Bierraum. Für die Piloten. Ja, die Bar, genau.
Wohl, das käme bestimmt auch super, wenn du dann die Toiletten mit Blick nach draußen hättest. Naja, muss aber nur Löcher in der Wand machen. Nein, das war jetzt Mumpitz. Ich würde den irgendwo mittig hinsetzen. Dann 3 Meter hoch oder was? Da siehst du sowieso nichts. Was hat du? Naja, du brauchst halt Platz für die Toiletten, dann für zum Händewaschen und fertig. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 8 Meter. Oder bist du hier unter den Lampen oder hinter den Lampen so? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber dann würde ich es auch nicht bis ganz nach oben machen. Würde ich vielleicht nur so 3 Meter. Und die Scheiben müsste ich eventuell austauschen, wenn man das offen lässt. Da kann man dann schwarze Scheiben reinmachen. Dann kannst du nicht reingucken. Das würde ich vielleicht für innen nehmen, für die Abtrennung der Kabinen. Schwarzes Glas. Naja. Nicht. Sieht nach aus, mein Kuh. Also da würde ich mein Häufchen nicht machen, so wenn man da so durchgucken kann. Also in der anderen Version war das so, dass du da nicht durchgucken konntest, ja. Und dann, wie gesagt, würde ich es nur irgendwie 3 Meter hoch machen. Oben drauf Cover. Und dann kann man oben vielleicht noch eine Melonenmütze bauen oder so. Drei Meter hoch? Du willst da eine Melonenmütze bauen? Ja, hier so. Komm, Scheiße, an der Seite eine Treppe hoch. Ja, sicher. Ja, die Melonen esse ich dann aber nicht. Wo dann die ganzen Scheißhausdämpfe dran eingezogen sind. Nein, es war eine vorbildliche Lüftungsanlage. Ganz oben ist auch noch eine ganze Etage, Mann. Ja, das stimmt. Welche CPU? Seine 6000er. Von wem das denn? Hm? Von wem hättest du die kriegen sollen? Von Pietz? Ja. Der hat er wahrscheinlich direkt schon selber reingebaut. Ja, das ist sehr freundlich. Weil die sollte eigentlich in den Server kommen jetzt. Ah, oder die kommt gleich natürlich noch, oder morgen, oder keiner weiß. Keiner weiß. Wo waren wir? Bei den Toiletten.
Ja, ich würde es trotzdem nicht ganz hoch machen. Nein, kann man natürlich auch. Dann würde ich es aber hier unter einer. Mach mal einfach eine Glasdecke. Dann würde es auch gehen, oder? Möglichkeit. Da willst du auch großartig drüber herbauen, das ist ja. Ne? Hast du gelesen? Ja, habe ich gelesen. Platten denn da schwarz? Die sind nur falsch beleuchtet. Das sind Sandstone Cover. Aha, jetzt. Ja, und wie groß soll jetzt was sein hier? Aha, richtig zackig rennt sie jetzt. Ja, dann kann er ja mal online kommen und mal gucken, wie die Kiste rennt. Ja, so hättest du drei verschiedene Räume, sagen wir mal. Sollte er ja auch mehr Frames haben. Naja. Wenn es danach geht, dann müsste ich ja permanent, keine Ahnung, 120 Frames hier haben. Habe ich aber nicht. Ja, ich weiß ja nicht, was du da wieder alles eingestellt hast. Ja, so, dass ich jede Menge Frames noch habe. Mit Streamen jetzt. Also wenn ich den aus habe, habe ich über 100. 120 oder so. Ja, dann sag doch mal deine Einstellung an hier. Grafikeinstellung. Ah. Hm. Hallo? Ja. Ja, sag doch mal an. Ich meine, deine Kiste müsste ja eh mehr können als meine, oder? Deswegen. Zumindest. Aber ich habe hier, also fang mal links oben an, ja. Grafikeinstellung. Ja, Grafikeinstellung schnell. Smooth Lightning. Ich schön. Ja, war mir schon klar. Smooth Lightning habe ich auf 50%. Habe ich auf 100, will ich auch so. Ja, GUI-Größe ist eh scheißegal. Ja. Helligkeit ist sowieso düster. Fuck off. Ja. Ja. Renderdistanz habe ich auf plus 48. Farb plus 48 oder was? Nein, normal plus 48. Ja. Performance auf Max. Ich will schon mal sehen. Ja. Erweitert das OpenGL habe ich auf Off stehen. Hatte ich auch mal an. Ich auf Fancy. Das hatte ich auch schon mal. Teste ich nochmal eben. Mehr Frames. Ja, und der Rest ist eigentlich David. Details. Guten Abend. Ja, und ich habe einiges mehr Frames jetzt. Das hat schon was ausgemacht. Der Rest ist eigentlich auch Standard, außer dass ich Wolken aus habe natürlich. Ne, die habe ich natürlich auch aus. Quality ist auch nichts Besonderes eigentlich. Clear Water habe ich off. Anisotroph aus natürlich, Anti-Aliasing aus. Grafikeinstellung schnell hat mir jetzt ein Frame gebracht. Ja.
Habe ich direkt 10 weniger geanschaut. Ja, nicht ganz 5. 5, 6. Also ich habe hier, ich lade noch, 60 Frames. Ah, Thaddeus. Ich habe auch alles auf voller Rotze jetzt. Hast du eigentlich auch die gleiche Kiste wie ich jetzt fast, oder? Weiß ich nicht. Ist das ein 4-Kern, oder nicht? Ja. Was Black für ein? 9.5 Black Edition. 9.65, oder was? 9.55. Achso, das ist ja irgendwie ein Nachfolgeding, naja. Ja, meinen gibt's ja anscheinend nicht mehr. Scheint auf jeden Fall gut. So, was hab ich jetzt? Jetzt habe ich 70 Frames, ja. Jetzt habe ich die Render Distance auf Far runtergesetzt. Jetzt habe ich. Ja, irgendwas in der 30 Frames. Kann das denn? Das war so eine dicke Grafikkarte. Ja, wenn sie die mal belasten würde, was sie ja nicht tut. Ja. Weil die idelt hier nämlich die ganze Zeit nur rum. Idelt, safe. Ja, Scheißhaus. Oder? Ja, Scheißhaus. Ja? Ach, Dresden, ich habe mir heute bei The Hood. Jetzt geh mal was holen. Bei der Hütte für sage und schreibe 8 Euro mir Deus Ex Human Revolution geholt, ne? Für PlayStation, das ist richtig genial. Möglich. Hm. Echt cool. Genauso halt wie früher, ne? So Rollenspiel und ja halt. Mhm. Auch Free Roaming. Ja, bauen wir das Scheißhaus dann auch aus Sandstein oder was? Quatsch! Also die Wände jetzt nur so eine Abteilung. Achso. Sieht das alles nachher gleich aus, das ist auch Mist. War jetzt nur, damit man so, weiß ich nicht, kann's ja auch noch verschieben. Geht ja um die Größe, wie groß dann die einzelnen Abteilungen sein sollen. Achso, so Abteilung abstecken, also so. Ja, Männchen, Weibchen oder wolltest du so ein Mixed-Scheißhaus machen? Nee. Nein, können wir auch. Passieren dann nachher noch fiese Sachen. Die passieren in der Regel auf den Damen-WCs sowieso. Stimmt. Ich da ja jemals draufgegangen bin oder so. Hab's nur gehört. Du weißt, wo ich arbeite. Und die einzigen Klos, die jetzt immer abkriegen, das sind die Damen-WCs. Haufen Schrott. Ich wollte auch mal eine Mülltonne gebaut haben, ne? Ja, du hast da mal von gesprochen. Ich glaube, das mache ich mal. Dankeschön. Ja, kein Ding. Hätte mich sonst weggesprengt. Ja, nehmen können. Braucht man so eine Tonne denn überhaupt? Ja, doch, schon Unterschied wie Tag und Nacht. Auch Second Life rennt jetzt richtig. Weil das ist ja auch so ein Programm, was sehr systemlastig ist. Ach, ich bin zu weit, ey. Da, Mülltonne. Eisen und ein Lava-Eimer. Ja, das sollte wohl kein Problem sein. Ich hab sogar noch Eisen im Rucksack, aber ne, das war. Kupfer. Hämmer hab ich den jetzt bei. Kiste.
Da waren 5 Eisen. Einfach Eisen holen, daraus dann Eimer machen. Akku denn? Keine Ahnung, Essen. Also. Wahrscheinlich. Also ich habe von ihm auch noch nichts gehört, außer das, was halt so durch seine Quäke kam jetzt. Ach, war der hier schon drin oder was? Keine Ahnung. Ja, wo kriege ich jetzt Lava her? Muss ich einfach mal in meinen Minenschacht gehen. Hab ich denn überhaupt? Der ist unten. Vielleicht noch ein Billo-Tisch für eine Klofrau oder so. Gistron noch einen richtig fetten Kühler geholt. Und mit so Heat Pipes so einen aufrecht stehenden, wo das Gebläse quasi an der Seite ist, weißt du? Ah, den hab ich auch, der ist wunderbar. Ja, ist echt krass, bei doch richtig krasser Belastung, so wie zum Beispiel bei Minecraft oder so, habe ich eine Temperatur irgendwie von 45, 43 bis 45 Grad. Jupp. Das ist okay. Du hörst das Ding nicht. Nee, hörst du kaum. Was hat denn für einer? No name. Aber mit cool und quiet hier und bla. Und, ja, 15 Euro oder so, ich bezahlt. Ne, bei Gistron direkt am Berg da. Ja, ein cooler Laden eigentlich. Und jetzt kackt meine Kiste wieder ab. Da. So, Lava. Und. Habe ich aber ein Bierchen oder drei bei dir, gut, Vater? Ich habe gerade andere Probleme. Also. Kiste kackt gerade ab. Wieso? Was machst du denn wie abkacken? OpenGL ist abgekackt. Und da haben wir einen Mülleimer. Das war jetzt für 90 Euro eine richtig gute Investition. Ja. Jetzt doppelt so schnell mindestens. Ich würde mal ein Ründchen, da ist nichts weiter zocken. Erst mal einen Short wegschmeißen hier. Ist weg. Oh ja. Eier weg. Stille. Ja, ich kämpfe gerade mit meinen Treibern. So, und warten. Räumen wir mal die Kiste ein bisschen auf hier. Sieht ja aus wie da reingeschissen, ey.
Was ein Mist. Immer noch da drin, muss auch mal weggeschmissen werden. Tja, solche Material, das ist ein Dingsblöcken. Ich glaube nicht, dass die dann so schön aussehen. Weg. So ein Elefant, ey. Elefanten im Flughafen. Passt nicht. Wenn ich den Stein nehme, sieht aber zugleich aus. Marmorbricks. Wie das aussieht. Ob das, steht denn da eine Kuh auf dem Mülleimer? Scheuert oder was? Weg! Was der Scheiß hier, ey. Weg, weg. Was weg? Brauch ich noch? Damit muss ich nämlich noch, arbeiten. Beziehungsweise fliegen. Das ist der falsche, den will ich aber nicht. Ich brauch Marmor. Muss ich erst aufladen. Ich glaube, er hackt. Dabei. Gucken, wie das aussieht. Wie das so ausschaut, wenn man da so Marmorbricks hinsetzt. An der Wand. Hier so. Jetzt hat er es wieder alles angeschmissen.
Ja, hier ist noch schön durchleuchtet. Auch aus. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe mal OpenGL ausgemacht. Ist aber auch wieder echt nur in den letzten Tagen eigentlich, dass ich da Probleme mit habe. Seltsam. Das ist es. Ach, guck an, da sind ja ein paar Leute online. Ach, guten Tag. Ja, guten Tag, guten Tag. Wie sammelt denn da im Hintergrund? Alles gut? Ja. Jo. Hat die Kiste abgekackt. No, don't talk to you, I just not found people online. Ah, see. Warte mal. Hi TV. Exit. Jetzt spricht er wieder mit seinem Fernseher. TV Power Off. Okay. Kid, fahr nach Hause. So. Aus zu kaputt, ihre Hand zu bewegen. Dann muss ich das doch von hier aus machen. So, was macht denn schönes online hier? Wo hauchen wir? Flughafen bauen. Flughafen bauen. Das ist ja gut. Ja, ich habe jetzt mal so ein paar Marmorbrixe hingestellt, aber ich weiß nicht, ob das so passt. Ihr macht das auch online, aber nicht im Hauptgang? Wo ist der denn? Nö, ich spiele Deus Ex auf PlayStation. Ah. Okay. Dann guck ich mal, was Toiletten machen bei euch. Und wart doch alles schön bei Mutti. Ja. Ja, sicher. Jo. Warum heißt das der Muttertag? Ja. Hat mir ist ja missgeschrieben. Mutti, das Gute. Wo wohnst du eigentlich? So. Immer noch eigentlich so Updates. Deine Updates Hockenpark, was ist denn neu? Tropikraft. Ja, Tropikraft hast du jetzt Palmen und eine komplett neue Dimension, das ist eine Tropikwelt, aber dafür musst du erst einen Liegestuhl bauen und einen Calpirinha machen und dann um eine bestimmte Tageszeit oder abends, glaube ich, bei Sonnenuntergang muss ich dann in den Liegestuhl an der Küste legen und dann öffnet sich irgendwie ein Portal oder so. Ach und so. Dann Calpirinha trinken. Ist da nicht einer auf dem Hochhaus? Du kannst dich auch mit Warp Tropi dahin warpen. Ah, okay. Also quasi muss ich da normalerweise abschießen, ja? Genau. Ah, okay. Opi, wie trotz Pille? Ja. Okay. Nee, die läuft ja. Achso, er läuft ja schon. Läuft ja schon. So, auf, komm her. Oh. Mit einem Schlag kaputt. Du fährst noch in. Mit Bad Login. Die Whitelist verändert? Nein. Nochmal neu anmelden und neu starten. Spiel. Ja. Bin dabei. Wie breit machen wir eine Toilette? 3 Meter oder was? Was? Ja, Toilettenbreite.
Wir haben ja nur Scheißhäuser, keine Pessoas. 2 Meter oder so. Oder 3. Der 3 ist eigentlich überzogen. 3 nur für das Behindertenklo. Ich würde die Kabinen so machen, wie ich das im Zirkus gemacht habe. 1 Quadratmeter mit Tür vorne weg. Mit dir durch. You hang around in the bed? Good night then. Hat er denn eine Pyramide gemacht, das weiß ich nicht. Mal gucken gehen oder was? Auch im Park offline, sagt er. Irgendwas stimmt hier nicht, ja. Hat die vorhin auch, danach war weg. Soll ich so tun? Ich gerade noch geguckt. Volles Rohr, Werner. Aha. Doch wieder lustig nach so langer Zeit. Mit Scheiße und Katzenstreu und so. Holt alles aus euren Schläuchen, ja. Ein anderer Film war ja. Das geht nicht. Hey. Scheiße. Ach so, das Flugzeug ist jetzt auch nicht weiter gewachsen. Nein. Ich würde vielleicht an den Seiten auch die Dinger mit Armlehne nehmen. Die Couchen. Ja, die linke Ecke oder die rechte Ecke. Oh. Entschuldigen Sie bitte. Linke Ecke oder rechte Ecke? Ja, von den Stühlen. Gibt doch die einzelnen Eckteile da. Ja. Ja. Wir müssen uns ja gleich mal darum kümmern. Aber erstmal gucken, ob die so neu ist. Ja, Cyrus hat noch weiter in Pensington gebaut. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, bis auf die scheiß Rakete, die muss ich nochmal neu bauen. Sollte ich den nicht abreißen oder irgendwie sowas? Ach, Rakete. Ja, ja. Ja, nee, das ganze Ding, was aus, also alles, was aus Wolle ist, Mario, kannst du wegmachen. Ja. Und die Seitenbooster, die Rocket Booster, die an der Rakete an der Seite dran sitzen, die kannst du auch wegmachen. Also nehme ich an, hier diese komischen Bambusstäbe und die bunten Blümchen, das ist aus Tropikraft, ja? Jo, unter anderem. So ist das. Ist halt eigentlich nur ein neues Biom. Ja, ist auch fallendes Laub und so. Aber schöne Inseln da. Ja. Ja, Wetter und Tornados gibt es wohl auch, aber nichts von gesehen. Wow, ja, gleich da. Wollt ihr Wetter? Achso. Na cool, Korallen und so. Voll Korallen. Da schon wieder so ein scheiß Marmor raus. Die Stadt. Axt ist doch ein bisschen zu hart. Da kommt er mit Türen. Der Türenmann. Ja, schon cool, dass es Fallen gibt. Zwei so. Wir können natürlich auch Schneeblöcke nehmen und die schneiden. Dann haben wir weiße Wände.
Aber echt, ey, Palmen mit fallendem Laub? Ja. Was war das denn? Das war Blödsinn. Hat der eine Doppeltür? Nee, irgendwie geht die Tür nur zu der Seite dann. Irgendwie doof. So. Ja, Schneeblöcke. Ja, würde dem Ganzen einen etwas sanitäreren Anstrich. Dann gehe ich mal Schnee pflücken. Was ist eigentlich meine Schaufel? Hatte ich nicht mal eine Schaufel? Hä? Habe ich keine Schaufel? Muss ich noch nach Hause mir eine Schaufel holen? Ne? Aber eben eine machen. Holen wir uns einen Diamant. Da brauche ich noch Stöcke. Irgendwo noch Holz hier. 20, ey. Hier, ein Stock. Wobei, ne, das ist besser mal. Wäre ich noch brauchen? Da. Ich brauche aber nur 2. Muss den Bäume aus der Kiste holen. Du hast ja auch Spacecraft hier integriert. Noch nicht. Nein. Weil du hier Iron Thruster und Glider Wing und sowas. Parachute. Force Field Emitter, das ist alles noch Spacecraft aus. So, Zweite Weltkrieg Waffen. Schon länger dabei. So, Panzer. Ja, ist auch alle möglichen Arten von Uniformen. So, Sniper Rifles, ach alles. Original Sounds teilweise, wie MG42 und so, weißt du? Oder Garand. Oder Versuch. Oh. Muss ich noch mal einen Puch kennen. Wow, total geil.
Da muss ein Panzer auch schießen. Müsste man nicht normalerweise mit Ja, aber der macht keinen Schaden. Hat man einen. Und womit kann man schießen? Muss man jetzt noch Munition hinzuladen oder was? Natürlich. Aha, kann man im Panzer ordentlich so ein Skelett überfahren und dann ist er auch tot. So sollte es sein. Außerdem gibt's damit Tauchen. Mit. Tauchen? Ein Panzer. Bitte mit dem Panzer tauchen. Ich nicht. Das war eigentlich nicht so gedacht, dass ich hier den Sand, oder denn? Okay. Sand. Oh. Oh. So, 64 Blöcke Schnee. Äffchen. Wie cool. Äffchen? Habe ich noch nicht gesehen. Also, mal Kackenaffe. Geh mal Kackenaffe. Mhm. Oh, hier diese, Die Varane hast du schon gesehen, ja? Oder was immer das sein soll, irgendwelche... Ja, die gab's ja vorher schon. Kleinen? Was? Ja, so kleinere halt. Keine Krokodile, ne? Ne, Varane. Noch Eidechsen sein. Was hat er denn jetzt gemacht? Immer im AFK. Fender gebaut. Ja, geh du mal AFK. Oh, also das fallende Laub ist schon cool, ne? Hat ein bisschen Windgefühl. Ne? Das Wasser schlägt auch Wellen. Ja. Ah ja, tatsächlich, jetzt wo du das sagst, ja, das wäre erst ein Grafikfehler gewesen. Ja, ein bisschen ruckelig. Trotz 93 Frames. Machen wir schnell ein Bier holen. Okay. Das ist eigentlich eine gute Idee.